Moin und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Kurs 43 DLC, den ich schon vorab erhalten habe und alles spielen und zeigen darf. Und wir sind in Mission Zitadelle, also der DLC hat zwei Missionen, Kurs, dann das sowjetische und die Kampagne mit dem Namen Zitadelle ist das deutsche und wir sind auch gerade auch bei den Missionen, die Zitadelle heißen, also Angriff auf den Kurska Kessel Nord letztes Mal, das war schon anstrengend. Bin mal gespannt, ob Süd auch ähnlich wird. Die südliche Zange des Unternehmens Zitadelle liegt in der Verantwortung der 4. Panzerarmee und der Armeeabteilung Kempf, zu denen einige der besten gepanzerten Verbände der Deutschen gehören, darunter die Division Großdeutschland und das 2. SS-Panzerkorps. Obwohl die Luftaufklärung verdächtig gut befestigte sowjetische Linien meldete, muss der Angriff ohne weitere Verzögerung starten. Wenn der nördliche Angriff fehlschlägt, ruht die gesamte Hoffnung auf dieser gepanzerten Speerspitze. Wir hätten zwei Ziele, wenn man die erreicht, kann man nach Italien und hat halt sonst hier im Osten weiter historische Mission. Italien wäre dann ahistorisch. Und ich meine auch, dass historisch ist, war, dass Nord eng geblieben ist und Süd hätte theoretisch durchbrechen können. Aber weil Nord nicht durchgekommen ist, hat man das Ganze dann auch irgendwann abgebrochen. Aber wir haben es ja jetzt, dass Nord durch ist. Mal sehen, ob Süd das auch schafft. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht etwas spannender wird, weil wir hier jetzt eine Panzerarmee haben und vielleicht noch mehr Fahrzeuge, wobei die Nord hatten auch schon einiges. Aber wir schauen mal. Ein bisschen Prestige ist da, aber ich glaube, es gab wieder keine Vorbereitungsphase. Und eine Karte. Sieht etwas überschaubarer aus. Wir haben gestern einige erste Angriffe durchgeführt, bei denen sich schnell gezeigt hat, dass der Feind auf uns vorbereitet ist. Also müssen wir auf extrem harten Widerstand gefasst sein. Unseren Kräften fehlen ausreichende Infanteriereserven, weshalb wir uns hauptsächlich auf gepanzerte Verbände stützen müssen. Die Einnahme von Oboyan oder Prororowka als sekundäres Ziel dürfte der Roten Armee einen entscheidenden Schlag versetzen. Der Ablenkungsangriff in Richtung Raschewz hat weiterhin eine geringe Priorität. Gut. Überschaubar groß, immerhin. Jetzt haben wir den 100% Nachschub. Ein LKW. Ach. Verdacht. Scheint ja in Runde 2 da drüben. Okay. Die mauern das da. Okay, einer auch da drüben. Aber das ist da alles ziemlich dicht bald. Na toll, was die alles für Verstärkung kriegen. So, wir haben Belgorod schon, immerhin. Und Jakovlevo erobern. Und außerdem haben wir halt noch unsere Bonusziele. Hier muss kurz unterscheiden. Oboyan und... Also die beiden da oben wären... Dass man den ahistorischen Pfad kriegt. Hier gäbe es Geld. Zerstöre die 375. Schützendivision vor Runde 6. Ist nicht bei den Verstärkungen. Stimmt manchmal, dass wenn man hier draufklicken würde, einem angezeigt würde, wer denn bitte die 375. ist. Ein bisschen durchzuklicken. Hier. Ah. Die haben so eine große, unangenehme Pakt dabei und sind Elite. Aber für 50 Prestige kann man mal drüber nachdenken. So, was haben wir? Die 4. Panzerarmee, das 2. SS-Panzerkorps und die Armeeabteilung Kempf. Und unsere Versorgung. Daran denken wir, Runde beenden, keine Vorbereitungsphase. Du hast den Kram da drüben. Später noch zwei deutsche Infanteristen. Ist nicht so spannend. Ihr. Hier diese Panzer. Und okay, hast du noch irgendwas? Der hat nur die drei Panzer. Auch nichts auf Reserve. Die 4. Panzerarmee. Ne, weil der hier sieht ein bisschen anders aus. 9-7, ich glaube, der ist auch stärker. Ja, man kann also sagen, da sind schon Panther drin.
Aber die meisten laufen hier noch auf Panzer 4. Auch mit einem Tiger-Spezialisten immerhin drin. Der hat auch nichts. Wir haben zwei Bomber, Aufklärung und eine fliegende Artillerie. Also wenn in Zug 3. Okay, die Panzer kommen eher östlich. Aber die Infanteristen das Ganze hier zumüllen. Muss man da eigentlich schnell hin. Ah, Versorgung habe ich noch gar nicht geguckt. Von da oben. Da haben die noch so einen blöden LKW. Und von da, und da ist auch... Da ist selbst wenn man die Brücke... Obwohl, nee, die LKWs, wie sie stehen... glaube ich, zu weit weg. Wäre der Punkt tot. Ja, eigentlich auch. Falls man die Brücke da oben... Ich will mal eben wissen, dürfen die Brücke da oben kaputt machen? Nein. Manchmal gibt es halt gewisse Beschränkungen, was man kaputt machen darf und was nicht. Die Frage, also das bleibt auf jeden Fall erhalten. Der LKW-Punkt erreicht hier oben alles. Ja. Einen von den beiden rausnehmen oder reduzieren würde, würde der andere auch noch fast alles übernehmen. Auch hier reicht auch noch hier rein und überlappt sich stark mit dem. Und neben der Bahn haben die ja auch, also jetzt nicht, dass man mit dem Präzisionsbombardement hier so viel anstellen könnte. Man kann die Karte auch noch halten, vielleicht gibt es mal was. So, ansonsten Artillerie, du hast da zwei Kanonen. Der ist gerade noch geschwächt. Ein bisschen Geld wäre das hier schon. Beiden müssten wir eher hier rauf. Aber da stehen schon sehr unangenehme Verbände im Weg. Ich da ein bisschen reinprügeln. Warum hat der Kollege eigentlich die Hummel mit der Artillerie? Der Kuh hat auch nicht mal einen Artillerieangriff. Das ist unpraktisch. Nicht gerade sehr unpraktisch. Und die ganzen Kanonen hier drüben nicht nutzen. Okay, zur Not müssen wir einen von denen mit Kanonen mal da drüben hinschieben. Faktor können nicht mal viel ausrichten. Und dann auf die andere Seite. Einen müssen wir eher da oben rauf. Dann gucken, okay, hätte da auch ein 2-0. Kanonen können wir nicht nutzen. Richtig. Ich meine, ihr seid alle noch gut in Reichweite. Von allem, dann kann man vielleicht erstmal ein bisschen was machen. Auf jeden Fall irgendwie Stress beim Gegner. Ich finde, wenn wir hier ein 2-0 haben. Kann man das ruhig nutzen. Ein bisschen mehr hätte ich mir jetzt schon erhofft. Im Prinzip, man müsste da eigentlich schneller durch. Die Gegner alles zustellen. Ich kann jetzt leider nicht drauf schießen. Teilweise auch nur eins Nünner, das ist alles ein bisschen unpraktisch. Auch nicht viele Werte. Könntest da direkt ran und den treffen. Sowieso der, den wir zerschlagen sollen. Gut, der wird sich natürlich irgendwann wahrscheinlich zurückziehen.
Komplizierte Sachlage. Unter anderem, weil wir haben jetzt zwar Geschütze, aber die können nicht schießen, weil die Hauptquartiere das nicht haben. Wer das hat, ist er. Und mit der Frage, ob man darüber will oder nicht, irgendwann dahin zu kommen. Ja, auch noch ein bisschen Prestige. Kannst zwei machen. Okay, du würdest deine Verschanzung behalten, aber so bedroht ist Belgorod, glaube ich, gerade gar nicht. Kannst du die auch so einmal treffen, aber auch nur einen Schaden. Ersten Angriffe bisher höchstens als mittelprächtig einzustufen. Oh, du kannst ihn ja mal auf Verdacht entschanzen und dann gucken wir. Ob das Sinn ergebe. Hättest du da ein 2-0? Ist ja auch gerade akut geschwächt. Von Anfang an ein bisschen. Könnte die Chance sein, da rüber zu kommen. Das bringt ja im Prinzip jetzt nur recht viel Geld. Ich wollte es nur machen, weil da die Artillerie war. Und noch so ein paar durchschnittliche Angriffe. Eigentlich müssten wir hier rauf. Ansonsten 0, okay, also der ist mit der Schwächste. Sonst. Musst du mal darauf zu hauen? Ist den auch überrannt, okay. Die dahinter können dann leider auch wieder ein bisschen was. Und da stehen halt schon Panzer direkt dahinter für einen potenziellen Gegenangriff bereit. Auch nicht gerade gesund. Wir versuchen hier irgendwie reinzukommen. Auch direkt die Panzer anzugehen, damit die nicht zu hart zuhauen können. Aber wer auch immer da reinfährt, käme halt nicht mehr weg. Oder du haust von hier auf den. Eine hohe Rückzugswahrscheinlichkeit, dann könnte man da den vielleicht schon direkt angehen. Zieht ihn nicht zurück. Schade. Aber du könntest ja noch wegfahren. Jetzt könntest du da rein und auf den hauen und dann konzentrieren wir uns erstmal da lang. So, das Saku haben wir noch länger, also noch ein Kommandopunkt hätte wohl was für sich. Kein Problem, wer da reingeht. Oder wenn wir den schon mal stark treffen, dass auch sein Spezialist weg wäre, hätte definitiv was für sich. Kannst auch du machen. Der hat eine riesen Verteidigung, der Hummel. Und der nichts hat. Das ist der Tag der unterdurchschnittlichen Angriffe, was? Doch etwas voller als noch jetzt erhofft. Aber mach da ein paar Gegner fertig. Nochmal musst du nicht zuhauen. Könnten aber natürlich irgendwann jetzt auch noch ganz böse zurückhauen. Also wir hauen schon böse auf deren stärkste Verbände drauf. Dass die gar nicht mehr so viel machen können. Der steht dann nicht in einer Stadt. Das ist schon mal eine wichtige Information. Ja, ich glaube, den loszuwerden hätte was für sich. Schöner Treffer, Spezialist ist ausgeschaltet. Oder unterdrückt er, sind allerdings auch nur bei 2-0.
ist auch ein 2-0. Und ihr kommt da oben jetzt nicht ran. Doch ein bisschen sehen, wie man sich da noch durchackert. Eigentlich den zu treffen, ich denke, das wäre sehr gut. Theorie, du schnappst dir auch mal eine Überversorgung. Das ist jetzt gerade schon der x-te etwas unterdurchschnittliche Angriff hintereinander. Wenn ja, einfach Bescheid sagen. Okay, du könntest den Panzer natürlich nachsetzen. Schwächer der ist, desto besser. Okay, da stehen auch einzelne Feinde. Also ich mache das jetzt gerade sehr offensiv mit der Panzerspitze. Wir hoffen, dass das nicht zu sehr schief geht, aber wir haben jetzt schon einige tatsächlich hier gar nicht mehr versorgt von Gegnern her. Ist ja natürlich fast ein Argument, diese Brücke da zu sprengen. In dem Sinne, dass die Eile eingekesselt werden, dann müssten wir die nur noch zustellen und sich einen Moment gedulden. Nächste Frage, will man hier rüber? Ich meine, wenn, dann jetzt, sonst... Ja, versuch's mal. Das will hier aber auch gar nichts gehen, habe ich den Eindruck. Die anderen haben nur ein 1-1. Na gut, wir können das Ziel zur Not auch von Norden erreichen. Sicher nicht so intendiert von der Mission, aber wenn sonst nichts klappt. Ja, wenn wir den loswerden würden. Vielleicht wenn der Bomber gut trifft. Ja. War in die Richtung eines guten Treffers. Das nächste, was dran ist, ist nämlich sein Spezialist. Den mit einem Scheinangriff rausnehmen. Aber haben wir noch einen Touristen, der nicht so wichtig ist, der einen Scheinangriff? Oh, wenn du in die Stadt marschierst. Jetzt müsste der schlagbar sein. Ich dahin zurück, aber ihr habt eure Angriffe schon durch. Und es dahin. Aber gegen die hier nicht so viel ausrichten. Auch da schon reinrasen, aber fragt mich, ob das wirklich groß was bringt. Ja, ich hab das Problem hier drüben. Ein Übergang. Weil hier so viele Brücken sind, muss man das irgendwie trotzdem verteidigen. Kann hier auch da bleiben. Panzer, ich meine, der hat den Tiger. Wenn es da nicht rüber geht, konzentrieren wir uns da oben rum. Schon mal her. Auch de facto hieße das. Platzieren müssen. Das ist von 1-1. Ansonsten blocken wir das und greifen da nicht weiter an. Blockt ihr das alle, dann bist du noch da. Das ist alles nur auf Basis von 1-1. Ein bisschen teuer für einen Panzer. Und die fliegende Artillerie.
Und dafür zu ziehen wäre jetzt auch ein bisschen viel. Den da hinten, der schon geschwächt ist, kommst du nicht ran. Überlege ich, ob man da eine Brücke bauen sollte. Aber andererseits, falls man das hält, käme man auch darum. Wisst ihr was, sonst machen wir die Brücke da kaputt. Dann sitzt die ganze feindliche Infanterie da drüben schon mal fest. Müsst ihr natürlich die so ein bisschen blockiert halten. Unsere Panzerspitze. Und dann halt heftig vorzurücken. Und dann werden auch groß draufhauen, denke ich. Falls ihr das verteidigt kriegt. Jetzt darüber und dann spielen wir das eben in einer sehr offensiven Variante. Aber hier eine Brücke könnte nützlich sein. Bau mal eine. Selbst näher ran, dass du noch alle drin hast. Die Abteilung Kämpf. So, du hättest auch die Angriffsüberquerung. Vielleicht eben übersehen. Na gut, naja, ich habe so ein bisschen Angst bei den Panzern, dass wenn die auf irgendeinen zu stark draufhauen, dass es übel wird, aber so muss das erstmal wohl gehen. Und du? Gut, du könntest da noch Scheinangriffe durchführen. Der Erfahrung halber. Oder überversorgen, wenn da irgendwer eingekesselt werden sollte. Gut, ob die Sache jetzt gelingt oder nicht, hängt auch ein bisschen von der Heftigkeit der sowjetischen Reaktion ab. Wird schon schief gehen. Haben noch mehr Panzer, diese Angeber. Das geht sich noch in Grenzen zum Glück. Für euch hier unten ist die Schlacht dann auch fast schon wieder gelaufen. Falls ihr nicht mal einen guten Artillerie-Treffer landet und ein bisschen Glück habt. Also das ist ja auch ein kleiner Fluss, deswegen brauchen die gar nicht die Flussüberquerung über einen großen Fluss. Aber dann machen wir die Brücke einfach wieder kaputt. Dann hätte sich die ganze Infanterie hier drüben erledigt. Sieb müssen wir jetzt allerdings sehen. Der eine Trupp ist so eine Sache, aber die ganze Armee, die da erscheint, die könnte einem den Tag richtig kaputt machen. Und ihr war die 375. die wir zerstören sollen. Also dann würde ich sagen, Moment, reicht ja darüber, aber nur, weil sie die Brücke haben, oder? Ja, so knapp über den Fluss würde es noch gehen, aber die sitzen dann einfach alle weiter fest. Hätte man doch die Scheinangriffe noch machen können statt der Überversorgung, dann wären die vielleicht noch schwächer. Aber dann müssen wir uns um die nicht viele Gedanken machen. So, die haben zumindest hier praktischerweise eine Brücke, wo man da auch rüberkommt. Die haben nur leider sehr viele gebrauchbare motorisierte Verbände, die gut zuhauen können. Wir sollten jetzt eigentlich das Hauptziel erstürmen. Aber ich sag mal, ich brauche nicht jede Mission mit Goldwertung. Ich auch geneigt bin, es erstmal stehen zu lassen. Und wie ist, wenn man dahin zieht und die einfach alle stumpf einkesselt? Also ich denke, wir müssen jetzt mit Macht über den Fluss und so viel feindliche Verstärkung wie möglich verhindern.
und gleichzeitig diese hochelitären Panzerverbände ausschalten, bevor die unsere Einheiten kaputt machen. Natürlich auch noch darüber, aber die Infanteristen sind dabei sehr unwichtig zu werden. Ohne Versorgung, das heißt, eigentlich müssten unsere Panzer jetzt sehen, darüber zu kommen. Und hier wegzuräumen, was geht. Auch so ein bisschen von hinten nach vorne gedacht, damit die vorne stehen, schon mehr machen können. Könntest den da quasi komplett zerschlagen? Ich glaube, das wäre gut. Und der ist auch ziemlich hinüber. Sehr schön. Und die sind auch schon zum Teil eingekesselt. So langsam gefällt mir das. Das entwickelt. Wir müssen den loswerden und vor allem den Elite-Panzer mit Sturmpius kann nicht gesund sein. Also du könntest einfach vorrücken, weil du auch, wie gesagt, von hinten nach vorne denken, so ein bisschen. Das nebenbei eingenommen. Sag mal, das hat jetzt noch keine übermäßige Priorität, es unbedingt zu halten. Jetzt kommt der Große, der muss weg. Das, was wir mit haben, ist ein 2-0. Den natürlich bomben. Klar, der da hinten ist auch noch, der hat einen T-34. Aber der ist halt eine Erfahrungsstufe niedriger. Ja, wenn wir jetzt beide Bomber auf ihn jagen. 2-0 könntest du auch schon den Spezialisten ausschalten. Ist er immer noch gefährlich aufgrund seiner Erfahrung, aber schon mal ein Ticken entspannter. Er ist natürlich auch nicht ohne. Ah, da stehen noch mehr Infanter. Great. Bei die werden von dem Punkt versorgt. Dem nicht. Wenn man das da ausschaltet, das wäre auch nicht schlecht. Wissen wir eigentlich schon. Gut, der Norden steht jetzt nicht so voll mit Gegnern wie anscheinend der Osten. Okay, wenn du an den ran. Ach, da gehen wir von oben noch ran. Auf den, dann ist der kaum noch eine Bedrohung. So sind auch nicht mehr so ganz viele Panzer und ein bisschen Einkesselungsdrohung ist ja definitiv vorhanden. Und unter diesen Infanteristen wahrscheinlich schon ein bisschen aufräumen sollte. Wir ziehen uns da ein bisschen zurück. Natürlich aufpassen, die eigene Eisenbahn nicht zu verlieren. Die Infanteristen hier werden bald frei. Noch sind sie es aber nicht. Wird es ein solides 2-0 auf den? Dann mach das mal. Ich glaube, das ist mit das Beste, was wir hier haben. Und damit, günstiger bauen ist manchmal ganz lustig oder Schadenangriff. Aber Befehlspunkt Nummer 7, finde ich, klingt auch gut. So, dann könnte man da schon. Also die eine feindliche Verstärkung erscheint da hinten. Geht ja dann bei die ganzen Panzer. Also, wenn ihr das Gebiet besetzen, bevor die feindliche Verstärkung da erscheinen kann, das wäre überaus mächtig. Kann aber sein, dass wir uns auf dem Weg ein bisschen von der eigenen Versorgung trennen. Da bleibt noch ein Panzer. So, schauen wir mal, ihr vorne seid dann auch alle durch. Bisschen überlegen. Wenn du dahin fährst und nebenbei die Eisenbahn hier endgültig kaputt machst. Natürlich ein bisschen auf Kontrollzonen achten. Auch diesen Elite-Panzer kaputt, das ist gut.
Könntest du da oben hin und alle feindliche Versorgung da oben ruinieren. Du hast sogar Überversorgung. Das gefällt mir bis hierhin, wie das läuft. Natürlich nicht vergessen, dass unsere, also die Panzer werden jetzt beinahe sicher ihrerseits wieder vom Gegner eingekesselt. Deswegen müssen wir schauen, ist es relevant, diese Wälder zu erhalten? Nee, da werden die eh in Zug aufgehalten. Das heißt, wir können diesen Infanteristen hier rüberschieben. Das heißt, also... Die Bahn zu halten ist natürlich sehr relevant. Aber der mit dem Pio könnte auch noch ein bisschen laufen. So, da kommen die eh nicht schnell lang. Es ist so halbwegs gedeckt. Und die werden auch alle angekesselt und da oben auch alle. So, du kannst, glaube ich, von hier aus sowieso hier draufhauen. Mach das mal. So, und der ist eingekesselt, kommt nicht weg. Dann könntet ihr den auch zerschlagen. Ah, okay, Spezialist, aber ein optisch kampffähiger Feind weniger. Noch diesen Panzer. Gut, ich meine, wir könnten den noch schwächen. Er hat nämlich gerade seinen Spezialisten noch unterdrückt. Und bevor der... Ich meine, ohne Versorgung wird er eh nicht fitter, aber bevor ihr noch was... Andererseits, wenn der jetzt weggeht... Ja. Man könnte diesen Wald freiziehen und hoffen, dass nichts passiert. So, dass mir das ein bisschen heikel ist. Weil du könntest auch... Aber der Panzer soll ja schon irgendwas machen. Können die zwei da wirklich einen Vorstoß machen? Ich meine, wir haben auch das leicht verkontrollt Wund. Komm, dann. Können wir das Ziel vielleicht doch noch rechtzeitig. Gut, die Eisenbahn ist so gut wie eingekesselt. Noch da oben die Frage: Der bliebe noch als recht starker feindlicher Verband übrig. Die Infanteristen, da kümmern wir uns nicht so sehr. Ihr bleibt dann hier stehen und haltet das. Bleiben eingekesselt. Frage mit einem guten Treffer. Vielleicht kann unser Panzer ja doch noch den dann treffen. Sonst versuchen wir das mal. Das roch nach einem guten Treffer. Mit der auch ziemlich Probleme hat. Natürlich steht unsere eigene Panzerspitze nirgendwo jetzt und die infanteristische Deckung ist dünn. Wir schieben hier doch noch ein Waldstück hier da frei machen, um hier irgendwie doch noch wenig zu stellen. Ja, das ist auch eine Brücke. Da ist aber mal keine. Das kann man zur Not noch irgendwie bucken. Wir kommen ja nicht schnell über den Fluss. Okay. Schöne Artillerie-Treffer, aber diese 1-1 erreichen wir einfach nicht. Du könntest natürlich noch da rein einen Scheinangriff machen, wenn die keine Versorgung kriegen. Wenn die auch noch etwas. Bist du durch? Du. Panzer sind da oben und mal sehen, ob du die irgendwie in Reichweite behalten kannst. Natürlich hier eine Brücke bauen, dann käme man da auch noch besser rüber. Da unsere Panzer gerade sehr gut dabei sind, das Feld zu beherrschen, ist, denke ich, eine erhöhte Mobilität für unsere Sache sehr, sehr ratsam derzeit. Hier käme es natürlich hier unten lang, weil diese Brücke frei ist, denke ich gerade. Wenn du da, na gut, die können die eh ohne weiteres einkesseln.
Muss ich jetzt aber mal die Brücke bewachen, ehe da zu viele Gegner hin und her schieben. Ja, deine Überversorgung ist natürlich gerade unterdrückt. Nochmal minimal Scheinangriffe. Dann schauen wir mal. Bisher ist das ja sehr offensiv gespielt. Das sind teilweise da. Okay, du musst darauf. Beim nächsten Zug muss da gut versorgt werden. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Auch nördlicher. Haken, wenn du nördlicher gehst, wirst du selber nicht versorgt. Außer dass da drüben hält immerhin bis dahin. Ich meine, du könntest dahin und auf gut Glück hoffen. Dann schauen wir mal. Das ist sehr offensiv gespielt. Hey, doch keine Goldwertung. Ein toter Infanterist. Dann Haku rausgehauen, dass der stand. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig für die Versorgung da. Wir können jetzt nur die LKW da einsammeln. So. Die sind ziemlich am Ende. Da teilweise schon draufhauen. Denen geht es auch überall nicht gut. Unsere Leute sind natürlich ihrerseits eingekesselt. Aber wenn das hier alle feindliche Verbände sind, dann sind die in ein paar Runden sowieso verloren. Vierte Panzer. Ja gut, sonst gehe ich hier hin. Er wird jetzt eh nicht viel machen können, weil er einmal runtergeschlagen wurde von der Karte. Die könnte direkt auf die reinhauen. Mal eben sehen von der Versorgung her. Nur dahin fährst. Ja, wir bräuchten auch dieses Feld vorher als Grenze, damit alle hier wirklich schön profitieren können. Aber die würden halt alle ihre Bewegungspunkte wegen dieser blöden Kontrollzone da verbraten. Bis 90% überrennen. Dann steht er natürlich genau darauf. Ich wollte gerade sagen, gehen wir mal davon aus, du kannst ihn zerschlagen, aber der ist tatsächlich leider doch zu schwach dafür. So, dank der sowjetischen Versorgung sieht das erstmal alles wieder entspannter aus. Im Prinzip können wir wirklich versuchen, den Wald von Norden anzugehen. Wenn alle Felder erobert sind hier oben. Okay, wir müssen hier noch da durchsetzen durch das gegnerische Gebiet. Und diesen Panzer hier loswerden. Am besten einer mit aktivem Erkundungsspezialist, der Kollege. Müsste da durchfahren, weil wir dann richtig viele Felder kriegen. Und es hieß auch, der da müsste erstmal weg. Gut, der Bomber wäre natürlich auch hilfreich, um hier vielleicht irgendwie sich reinzuwühlen. Aber sonst gucken wir, ob du den triffst. Ja, getroffen. Eigentlicher Spezialist ist weg, das ist gut. Und noch irgendwer nachsetzen. Und auch direkt vernichten, das ist auch sehr, sehr gut. Den im anderen Ziel. Okay, das ist natürlich und halten. Ach stimmt, unterhalten. Sollte also schon am Ende irgendwer drinstehen. Bisschen kleinteilig. Ich glaube, wir brauchen die Felder bis da hinten durch und die beiden da oben. Aber dann
hast du die. Okay, vielleicht, auch wenn da einfach irgendwelche Einheiten durchrennen. Also diese drei Felder im Prinzip noch. Plus dann irgendwie die Gegend absichern. Mal nachgucken. Ja, wo erscheinen die Panzerdivisionen? Den hätten wir schon mal blockiert. Okay, die östliche Karte muss auch noch gesichert werden. Okay. Du kannst da so viel lang machen. Du kämpfst da auch nicht mehr ganz ran. Der hat den Tiger, den will ich jetzt nicht nach sonst wo. Du könntest da rum. Immer dreimal prüfen, weil wenn man jetzt ein Feld übersieht, wäre das sehr ärgerlich. Scheint das zu sein. Sogar noch, aber einer muss auch den Ort absichern. Weil da steht ja, dass man das Ziel auch halten soll. Ich könntest du dann eher zurück. Wenn du kommst, na, es muss ja eh irgendwie, obwohl der passt so schön da rein. Fährt einer von euch zwei Schritte oder dahin und fährt dann schon mal in die andere Richtung. So, dann müssen wir das hier auch noch absichern. Ehe da feindliche Panzer auftauchen. Komm, wir haben so viel Aufklärung. Ist da noch einer? Nö. Muss man, ist ja vielleicht dann dort doch was für den, weil der da nur eben einmal reinfahren muss. Links und rechts alle Felder bekommt. Daran müsste er fahren. Hauptquartier, wenn das da oben hinfährt, das wäre nicht so tragisch. Als du hast ja schon ein bisschen schon angegriffen. Kannst da nicht mehr viel machen. Schon runter und hier ein bisschen das Land holen. Da muss man hier eigentlich nur noch rum. Sich von da rüber fühlen. Dann brauchen wir noch einen Freiwilligen, der sich das Feld holt. Und so ein bisschen mehr. Diese Infanteristen müssten wir eigentlich schon unternehmen. Den Typen dann nochmal rausprügeln. Ins 2-0, aber der Pio ist tot. Nö, unter Druck, dann ist ja gut. Kurz der Trupp wird keinen Stress mehr machen. Natürlich die Stadt ab. Ich meine, wenn da nicht so viel offensiv sein. Vielleicht auch noch hier eher raufkommen. Deckung ein bisschen nach Norden verlegen. Da wohl nicht so viel. Okay, hier drüben. Wenn wir da schon rankommen, sonst. Und da ruhig schon drauf. Ihr auch nicht so viel machen könnt. Eingekesselt und wir haben optisch eine freie Eisenbahn darauf. Aus am Rande die 4. Panzerarmee. Du kommst mal weit nach Norden. Ich frage du. Was ist, wenn da im Schatten noch einer ist, der am Ende ein Feld erobert? Gehst mal kurz auf Nummer sicher, da ist keiner mehr. Sehr gut. Dann musst du wahrscheinlich einen Schritt hier rüber machen. Nochmal nur den einsammeln. So, die Übergänge. Jetzt steht diese Brücke da ja schon fast wieder im Weg.
als potenzieller Übergang. Der darüber geht und nochmal ein Feld freikloppt, wo Verstärkung ankommt. Kann nun nicht sein. Okay, wir könnten den noch dazwischen parken. Sollte das jetzt aber echt sicher sein? Könntest du vielleicht, naja, komm, sonst noch mit dran und geh auf Nummer sicher, dass die Infanteristen uns hier keinen Stress machen. Eh alle übermäßig schon geschwächt sind. Touristen werden hier, wenn das alles jetzt gut geht, noch gut Erfahrungen mitnehmen. Vor allem der Trupp, den wir noch so lange haben. Das wäre schön. Ja, das hoffe ich gesichert. Brücken weitgehend geschützt. So, du gehst dann da rein, damit das Ziel gedeckt ist. Und wer jetzt auch immer noch fahren kann. Irgendwie schon. Ja komm, ihr kriegt schon den 8. Befehlspunkt. Dann sind wir bald durch mit der Thematik. Ah, gut. Den zu treffen. Ist natürlich auch eine Brücke. Der läuft am Ende noch ungünstig. Wobei, der Panzer könnte noch dahin. Mal heraus, was da hinten so los ist. Nicht viel. Warte, du solltest jetzt diese Brücke da absichern. Nee, da ein Gegner rübergelaufen kommt, der das nicht soll. Gut, die können sie natürlich einfach da anstellen und die Bahn wäre erstmal wieder weg. Was dann? Ne, warte, der sollte auf den Ort aufpassen, oder? Ich habe nur ein ganz bisschen Bedenken, dass man doch irgendwas übersehen hat und irgendein Gegner auftaucht. Im Zweifel einer hinten und geht, passt da noch auf. So, dann haben wir noch, ich meine, wir können den auf den schmeißen. Können wir ihn auch von hier fertig machen. Du solltest jetzt im Ort da stehen bleiben. Okay, und du hast auch so viel abbekommen. Vielleicht sogar ein Feld lieber weg von der Frontlinie. So, dann der ist komplett unterdrückt. Geht soweit gut. Unspektakulär, aber wenn man sonst nichts zu tun hat. Okay, du könntest die Bahnbrücke da reparieren. Ich denke, jetzt sollte das gehen. Der mit inzwischen sehr, sehr vielen Kommandopunkten. Die Frage, wenn die darüber gehen, wäre die Versorgung da oben weg. Aber der 2er-LKW dürfte im Moment reichen. Jetzt geht da mal mit drauf. Ja, jetzt haben wir noch einmal kaputt machen. Überlegen. Die beiden auch Spaß rausnehmen. Weiß jetzt nicht, wie viel LKW die noch haben, ob ihr das wirklich stört, aber wir werden sehen. Ah, steht jetzt zu ungünstig. Okay, wir werden sehen, wie viel Verstärkung jetzt wirklich blockiert ist. Ihn echt an. Wenn ich gehofft, dass die den da in Ruhe lassen. Dann ist es jetzt nicht ganz günstig für die. Schade um den Infanteristen. Ich bin froh, dass das hier geklappt hat und auch hier oben nichts erschienen ist und die Verstärkung da drüben scheint ja auch geblockt zu sein. Sehr gut. Dann geht hier mal ran. Ich glaube, es ist genügend für alle da.
Du hast dich hier schon ziemlich zu Tode gebeugt, aber auch erfahrungstechnisch ein gutes Stück vorwärts gekommen. Hast so ein Feeling wie von manchen Barbarossa-Missionen. Und ja auch ständig viele, viele Gegner einkesselt. Und damit hast du ja ziemlich viel Kraft verbraucht, aber Elite erreicht. So, hier drüben ist dann, okay, da ist noch ein kampffähiger Gegner. Sollten wir vielleicht dann doch lieber auch schon mal treffen, ehe der noch was anstellt. Wäre zu ärgerlich, wenn wegen dem noch irgendwas schief gehen würde. Brauchst auch noch ein bisschen Erfahrung, oder? Ich meine, du könntest den dann abräumen. Wichtigere also jetzt hier rein, kombiniert mit der Frage, können wir deren Versorgung ausschalten und die hier auch einfach runter belagern? Ist ja noch Zeit da. Aha, die stehen drumherum, aber der Versorgungspunkt selbst ist soweit frei. Du kannst nebenbei kann irgendwer versorgen. Müsst ihr da so rein, aber wenn ihr den LKW erobert, ist das nicht das Thema. So, du räumst erstmal den weg. Kommst eh noch nicht viel näher dran. So, ich weiß gar nicht, wie häufig wir die vierte Panzerarmee hier noch haben auf dem ahistorischen Pfad. Ich weiß nicht, ob die mitkommt. Deswegen nehme ich gerade mehr aus Sicherheitsgründen mal die kostenlose Option. Ansonsten ist das hier hinten sicher. Eigentlich müsste die jetzt ausrücken können. Ja, so aus Sicherheitsgründen stelle ich mal einen da rein. Wie gesagt, ich meine, dass eigentlich nichts mehr passieren kann, sind doch berühmte letzte Worte, oder? So, dann wühlt euch daran und seht zu, dass ihr die Versorgung vom Gegner mitnehmt. Sollte die eigentlich gelingen, sobald hier Kontrollzonen etwas schwächer sind. Ja, hat sonst noch. Sonst haben die hier eigentlich Versorgung, dann fahr du mal dahin. Werden die wieder nicht versorgt, was ziemlich gut ist. Da ist nicht, dein LKW-Punkt ist blockiert, da müssen wir uns nur noch nächstes Mal die Bahn holen. Das ist ganz gut, aber ich meine, da wo ihr könnt. Autsch, doch mal einen verloren. Wir den ja schon mal einkesseln. Jetzt könntet ihr sogar auf den neunten Punkt drauf. Es ist faszinierend, denn was für ein Tempo das hier geht für das zweite SS-Panzerkorps, wie viel Erfahrung die reinkriegen. Aber ich will noch ein bisschen Geld für die Konferenz haben, die gleich ist. Die ahistorischen Pfade kosten auch, deswegen nehme ich hier auch erstmal kostenlos. So, ihr räumt da auf, die Infanteristen decken das ab. Meinetwegen können schwächere Panzer noch die Ziele decken, also die Nebenziele, wo dran steht, dass die gehalten werden müssen. Und so ein bisschen sicher gehen, dass uns hier keiner nach Norden durchläuft und noch irgendein Feld erobert, müssen wir eigentlich auch. Bleibst da zur Sicherung. Hier schnürt die da ab und die Infanteristen holen sich die Felder und decken das nachher. Ja. Dann auch nicht mehr zu gebrauchen. Gut, unsere eigene Versorgung. Können wir
wir die beiden hier hinten nicht vielleicht mal einsparen? Kann man zur Not noch weiter vorne aufbauen. Okay, das Akku ist noch nicht zu gebrauchen. Kannst keinen versorgen, müsste das aber wahrscheinlich demnächst mal. Weißt du was, du kannst dich hier notfalls noch verschanzen, ehe da was schief geht. Und dann kommst du nach vorne. Vielleicht noch irgendwie versorgen zu können. Stehst du auch halbwegs? Ich denke, das wird schon. Für die Optik dürft ihr die noch alle einsammeln. Auch nur noch, damit man so viel über die Karte weiß wie möglich. Und dann können Infanteristen jetzt eigentlich nur so aus optischen Gründen, aber um auch nur mal ganz sicher zu gehen, nochmal alle Ziele im Hinterland besetzen. Und dann müssen wir nur noch zerschlagen, was hier vor uns steht. Bevor ich es mir zu gemütlich mache, der Wald muss erst im nächsten Zug erobert werden. Sehr schön. Das heißt, wir können erstmal alles andere kaputt schlagen. Aber auch eben ein bisschen unsere Leute hier versorgen. Aber jetzt auch selbst hier zwei neue LKW ranbauen. Gut. Dann schlagen wir mal alles kaputt. Die Frage ist halt, da, wer ist noch nicht Elite? Wird sehr gut Erfahrung hier holen. Eins und natürlich, wenn, dann bitte ohne Verluste. Ist schon, ach komm. Aber du kannst ihn ja schon mal treffen. Einmal nur diese 1-1er, das nervt ein bisschen. Ist ansonsten noch nicht Elite. Wenn wir schon unterwegs sind, wenn wir nebenbei hier unten noch die ganze Bahn blockieren, dass auch hier wirklich jeder hier eingekesselt ist. Habt ihr Nachhut? Achso, die ziehen sich zurück, wenn wir sie angreifen. Aber dann geben sie immerhin auch ihre Verschanzung auf. Gut, schnürt die hier immer enger ein. Okay, da ist mal ein 3-0. Der Wald wäre leer, aber man kann ihn sich auch, denke ich, im nächsten Zug holen. Ist da noch ein bisschen um. Ihr könnt jetzt für die Optik auch noch ein bisschen durch die Gegend laufen. Ihr verteidigt euch von da. Und wir haben noch den Bomber. Und wir haben sogar noch die fliegende Artillerie. Wofür auch immer. Na gut, die Panzerarmee. Weit, ach komm. Erst dran, vielleicht behältst du ja die Logistik oder kriegst die wieder. Missionen doch immer so laufen würden. Aber es gibt sogar eins, male die ganze Karte an, ein Achievement. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon habe. Hier wird es sich ja geradezu mal anbieten.
zumindest zu versuchen. Okay, vielleicht besetzen wir doch mal eben den Wald, ehe da einer reingeht. Touristen dürfen auch noch ein bisschen machen. Das ist zum Teil noch zu stark. Hat sogar Versorgungsprobleme und auf den ersten Blick lässt sich das auch gar nicht lösen. Nicht mehr rum. Naja, weil bei der vierten Panzerarmee mal wieder Logistik unterdrückt ist. Da unten ist jetzt auch ein bisschen der Schlamm im Weg. Na gut, seht zu, nicht, dass hier Belgorod noch was passiert. Wäre sehr ärgerlich. Da hinten kann jetzt einfach schon keiner mehr erscheinen. Ach komm, ihr bleibt trotzdem drin. Könntest da oben raufrasen. Hier unten lang mitmachen. Können natürlich hier noch Bomben. Komm, wisst ihr was? Die da noch zu stark sind, kriegen mal ein bisschen was ab. Autsch. Das hat jetzt natürlich wehgetan. Auch du könntest das noch sichern. Könnte man da unten die Brücke noch reparieren? Ach, die ist eh repariert. Achso. Könntest du Spaß die Brücke da reparieren? Gut, ihr steht da. Ihr müsstet eigentlich das Haku vertreiben können. Aber wisst ihr was, ihr kriegt diesen Panzer doch nochmal dazu. Falls es da unerwartet Stress gibt, und dann besetzen wir einfach mal aus Spaß und weil es geht die ganze Karte. Fortfahren. Können ja auch noch die Erfahrung von den Gegnern da auf jeden Fall mitnehmen. Jo, der ist weg. Das war natürlich irgendwie schon unnötig. Hier ist alles besetzt. Das heißt, geht nur noch da unten rum und die haben noch Kampfkraft. Jetzt muss man sich ein bisschen natürlich aufpassen, dass man sich nicht zu sehr im Weg steht im weiteren Verlauf. Kommt da gar nicht mehr raus und man hat ein bisschen das Problem natürlich mit den Nachzüglern, die auch überall rumstehen. Gut, also ich würde das interpretieren, als die Karte ist besetzt. Hier ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Die Naku sind auch alle runter. Also soweit ich das sehe, haben wir die ganze Karte. Der einzige kleine Schönheitsfehler ist, dass sie das eine Ziel nochmal einen Zug zurückerobert hatten. Aber ich finde, das ist nicht weiter tragisch. Wir haben eine hochelitäre Truppe. Eine Hauptquartier hat, glaube ich, bei 5 Kommandopunkten gestartet und hat jetzt schon 8. Und ja, es ist jede Menge feindliche Verstärkung, die halt blockiert werden konnte. Wäre man hier nicht schnell durchgekommen, stand da ja alles voller Feinde und dann hätte das jetzt nicht so sauber geklappt wie jetzt. Mario abgeschlossen. Ja, Zitadelle Süd, ein großer Sieg. Es sind, glaube ich, 2 Infanterietrupps draufgegangen. War ja auch die Spezialisten. Aber eigentlich nichts Tragisches. Ah ja, hier, nimm eines ein. Hatte ich echt noch nicht. Trotzdem wird ja nicht Gold angezeigt, weil wie gesagt, der kleine Schönheitsfehler war dann ja doch da. So, wir hätten jetzt halt historisch ein paar Sachen. Aber ganz ehrlich, das lief bisher so sauber durch. Da wollen wir natürlich die ahistorischen Missionen haben. Auch wenn jeder von denen 50 Prestige kostet. Und dann sehen wir auch mal die Finn.
Okay, muss man für jeden einzeln bestimmen? Wen haben wir denn dann? Erstmal 9 und die beiden Finnen. Da haben wir eine gestellte Armee. Süd ist leer. Mittelmeer. Ah, wir haben die 10. Armee jetzt noch bekommen. Und ja, okay, die 4. Panzerarmee kann man dann ignorieren. Die bräuchten aber schon noch ein bisschen was. Die hat inzwischen gut Kommandopunkte. Okay. Haben wir natürlich nicht endlos viel Geld und keine Karten mehr. Bomber hätte was für sich. Manchmal steht hier im Erklärungstext, wo man rein investieren kann. Operationsfähigkeiten. Ah, der hat Artilleriefeuer, das ist gut. Nachschub irgendwie. Aber wenigstens hier grundsätzliche Fähigkeiten wären eigentlich gut. Ah, Panzerdivision. Auch ein bisschen Operation empfohlen. Alternativer historischer Verlauf. Logistik und Pioniere. Wahrscheinlich Überversorgung, das wäre gut. Gut, da steht jetzt nicht viel drin. Also es gibt natürlich immer diese historischen Begleittexte. Bin ich jetzt nicht groß drauf eingegangen. Aber manchmal gibt es halt so Zwischenbemerkungen, was man vielleicht freischalten sollte. So. Gut, dann kriegt... Na gut, die Angriffsüberquerung. Andererseits, das hier ist nur für Infanteristen. Aber Überversorgung kriegt ihr meinetwegen. Müssen jetzt halt ein bisschen sehen. Ist, um die historischen Pfade freizuschalten, ist schon viel Geld draufgegangen. Das sind ein paar schöne Sachen. Ich bin sonst ein großer Freund davon. 10er Reichweite, aber wir müssen auch im Norden sehen. Na gut, die Sachen, also theoretisch irgendwie über einen Fluss zu kommen. Wäre vielleicht nicht schlecht, weil die Finnen, ich meine, die können es auch nicht. Gebe hier vor den. Ich weiß nicht, ob man das hier. Also auf Dauer brauchen wir das vielleicht, aber ich lasse es sonst mal. Weil wir halt nicht viel Geld haben. Ich hätte eigentlich schon, sage ich mal, ganz gerne einen Bomber schon, aber dann könnten wir uns nichts mehr für die Hakus leisten. Aber so ein Bomber ist manchmal die Rettung in schweren Situationen. Und für 15 Punkte kriegt man nichts. Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Es ist nicht viel Geld übrig. Dann muss man sich das erstmal freikämpfen und dann auf der nächsten Konferenz mal sehen, was man so anstellt. Na gut, dann, aber ich finde die Sache sehr, sehr gut gelaufen und würde dann an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.